Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch in letzter Zeit wieder 8 Outfits aufgenommen. Und bevor es jetzt Winter wird, bei uns hat es gerade 15 Grad. Ja, heute Morgen hat es sogar nur 13 gehabt. Hey, wir haben es noch Anfang August in meiner Welt. Ich verstehe es gar nicht. Ich will euch mit diesen Videos zeigen, dass ihr nicht immer alles neu kaufen braucht. Ihr könnt durchweg auf Secondhand zurückgreifen und ich weiß, diejenigen von euch, die mir hier zugucken, die kaufen auch schon Secondhand oder auch nachhaltige Kleidung. Und ich habe eine Reaction gemacht, die dürfte zu dem Zeitpunkt schon rausgekommen sein. Die findest du unter dem i, da siehst du mal, was passiert, wenn du deine Kleidungsstücke in einen Kleidercontainer packst und denkst, ah, jetzt ist dann weg. Was mit diesen Kleidungsstücken passiert, aber auch wie die Textilienindustrie durch Überproduktion Afrika einfach überschwemmt. Also guck's mal unter dem i, falls es da noch nicht ist, ein bisschen Geduld, dann kommt's noch raus. So, 8 Outfits und wir legen los mit dem rot-weiß gestreiften Shirt. Das habe ich ja schon super lange, ich habe hier so ein Haar, verdammt, das macht mich wahnsinnig. Dieses rot-weiß gestreifte T-Shirt habe ich ja schon super lange. Das ist von, boah, die Marke weiß ich gar nicht. Also ich habe es gekauft und hat vor oben schon so Knötchen gehabt. Und man sieht das aber kaum. Und inzwischen ist das halt eins meiner Lieblingsshirts. Nur ich bin so ein kleines, ich sage immer so schön Ferkel. Denn das ist für mich immer so ein Shirt, was, das kann ich halt höchstens einmal anziehen, weil so weiß irgendwo an mir, ich vertriele immer alles. Und dann habe ich es einmal angehabt und dann muss es schon wieder in die Wäsche. Das ist auch so ein Kandidat, den muss ich öfters mal zweimal waschen, weil da irgendwelche Flecken nicht rausgegangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Dazu trage ich meine schwarze Culotte. Die ist in letzter Zeit super häufig dran gekommen. Also ich habe die echt gefeiert. Wundert mich. Also im letzten Jahr war es so, dass ich die nicht so gerne getragen habe. In dem Jahr ein bisschen lieber. Meine rot-braunen Athletics-Schuhe, die habe ich gebraucht gekauft und habe ich für 3 Euro geschossen. Das ist richtig, richtig heftig. Dazu trage ich meine Gabelkette, die habe ich bei uns mal auf einem Markt gekauft. Das ist halt einfach eine abgeschnittene Gabel mit schöner Verzierung, ist halt super cool. Und jemand von euch hat mir eine Casio gekauft. Ich weiß immer noch nicht, wer es war. Von meiner Seite nochmals danke. Und auch mein Ring kommt zur Geltung dieses Mal. Und zwar ist das, ich weiß den Stein gar nicht. Wenn ihr den Stein wisst, schreibt mir den gerne mal unten in die Kommentare rein. Ist so ein viereckiger Ring. Ich mag den echt gerne. Im zweiten Outfit trage ich ein T-Shirt, was von der Farbe her nicht so wirklich zu mir passt, denn ich bin ja eher ein kühlerer Typ. Aber es ist noch so grenzwertig. Ich werde mir da definitiv irgendwie noch so ein blaues, blau finde ich cool, oder schwarzes mal besorgen, wenn ich mal eins finde, weil wie gesagt, Secondhand findest du die nicht immer. Die werden ja jetzt neu produziert, diese Original-Sachen. Das ist auch kein originales altes, bin ich davon überzeugt. Aber wenn du halt Secondhand kaufst, dann kaufst du vielleicht auch ab und zu mal Dinge, die von der Farbe her nicht so hundertprozentig passen. Und das war relativ günstig. Die sind nämlich schon auch Secondhand super teuer. Dazu trage ich meine Jogginghose. Das ist halt so eine Stoffhose, die aussieht wie eine Jogginghose. Da machst du vorne so eine Schleife rein. Die kommt ja auch super häufig zum Einsatz. Dazu passen halt auch die Vegetarian Shoes. Jetzt kann man die nicht anziehen, weil es ist halt jetzt echt zu kalt. Ich habe heute Morgen echt gedacht, 13 Grad geht's noch. Dazu trage ich meine Casio-Uhr. Also es war echt ein super cooles Geschenk, muss ich wirklich sagen. Weil die kommt bei mir auch im Sport zum Einsatz, weil da kann ich meine Pausen halt auch besser feststellen. Denn das kann ich bei der hier nicht. Dazu trage ich einen orangenen Ring, den habe ich mir damals bei H&M gekauft. Und das ist einer der wenigen Modeschmucksachen, die ich noch behalten habe, weil der färbt nicht ab. Und dazu trage ich meinen Löffelarmreif, also nochmal ein Besteck und zwar halt diesmal als Armreif.
Im dritten Outfit trage ich was, was ich schon häufig getragen habe, nämlich meine Tunika. Die habe ich auf dem Flohmarkt für 3-4 Euro geschossen. Es war wirklich nicht viel. Im ersten Moment dachte ich mir so, aber jetzt mag ich die lustigerweise in Kombination eben mit einer Leggings richtig gerne. Und ich trage das auch richtig häufig. Und es lohnt sich halt auch auf dem Flohmarkt mal hinzugucken. Allerdings muss ich wirklich sagen, das sind so Stoffe, die sind halt echt schwierig. Zum Waschen auch und tragen, die trägst du halt einmal und dann ist verschwitzt. Das sind so Stoffe, das ist halt Kunststoff, ne? Also man merkt es halt auch so von der Haptik her. Klar, das ist jetzt auch so ein Mischstoff, den ich gerade anhabe. Aber das ist halt so, es glänzt so ein bisschen. Und ich versuche so ein bisschen auch von diesen arg kunststofflastigen Stoffen wegzukommen. Und das ist halt eben schon so ein Fall. Aber dennoch mag ich halt das. Also die wird noch ganz lang bei mir im Kleiderschrank bleiben, bis sie halt wirklich aufgibt, so kaputt geht. Weil bei mir gehen halt auch Kleidungsstücke tatsächlich kaputt. Ich trage die, bis sie halt wirklich nicht mehr können, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ja schon gesagt, ich trage die Leggings dazu, die ist von Tok Tok. Die kann ich halt echt auch empfehlen. Dazu trage ich meine Vegetarian Shoes. Das mache ich immer so. Das ist halt so das Outfit schlechthin, was halt einfach super gut passt. Im vierten Outfit kommt bei mir wieder meine Ringe zum Einsatz. Wir fangen aber von vorne an. Schwarz-weiß gestreiftes Shirt. Und das ist so in den letzten Zügen. Das hat immens viel Elastan und jetzt ist es halt mega ausgeleiert und man sieht es halt auch an den Streifen. Also das ist nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung. Ich habe mir schon zweimal überlegt, tue ich es jetzt weg, aber das ist halt eben auch kein Shirt, in dem ich A, Sport machen möchte, weil es halt eben so viel Elastan hat. Und zum Schlafen gehen würde ich das jetzt auch nicht anziehen. Also es wäre bei mir hier oder wirklich Ende der Reise. Deswegen gucke ich da halt schon auch jetzt mehr hin, da halt Stoffe zu nehmen, die atmungsaktiv sind, damit ich die halt eben auch im Nachhinein dann auch noch verwenden kann, wenn sie nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung sind. Dazu trage ich meine schwarze Culotte. Die ist eben auch von Tok Tok und ich bin ganz froh, dass ich die jetzt halt in dem Sommer richtig viel getragen habe, weil das letzte Jahr irgendwie lustigerweise nicht so der Fall war. Meine silbernen Schuhe, das mag ihr keine Ahnung, aber die sind halt auch megamäßig bequem. Das sind halt so Ballerinas. Und dazu trage ich meine Münzenkette und zwar ist das ein Maria-Theresien-Taler. Habe ich mal von meiner Mutter geschenkt bekommen. So, nächstes Outfit. Ich habe alles wieder in meinem Notizbuch drin. Das ist die Tigerbluse. Und die mag ich echt gern. Ich bin so froh, dass die passt, weil ich muss immer bei Blusen, durch das, dass ich ein bisschen mehr Oberweite habe, aufpassen. Die hier, die ich jetzt anhabe, die hat XL. Wenn es so starre Stoffe sind, dann brauche ich XL. Wenn es so flatterige Stoffe sind und hinten, wenn ich das sehe, dass da irgendwie so eine Falte eingenäht ist, was ja oft bei Hemden ist, dann passt mir die auch in L. Aber ich bin halt da so ein Grenzgänger und XL kann bei mir aber auch extrem zu groß aussehen. Muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Aber die Tigerbluse hat auch nur so 2-3 Euro gekostet. Das war echt nicht viel. Die habe ich von Selpie. Dazu trage ich meine Mavi Jeans. Das war so der erste Moment, wo ich wieder eine Jeans getragen habe. Weil bis dahin war es halt warm. Und da trägst du halt einfach keine Jeans. Und jetzt ist ja eher blödes Wetter. Und dazu trage ich meine Nikes. Ich wollte immer mal Nikes haben. Ich habe schon länger keine Nikes mehr gehabt. Ich habe früher die Oldschool-Teile gehabt. Aber wenn du da Secondhand nach denen guckst, und die noch einigermaßen in Ordnung sind, dann sind die halt schon auch dementsprechend teuer. Die waren es jetzt nicht. Ich hatte in der Art auch schon mal Pumas. Die haben nicht ganz so lange gehalten. Ich vermute, die werden mir auch nicht so mega lange halten. Aber dennoch mag ich sie echt gerne und sie kommen hin und wieder zum Einsatz. So, wir kommen zum eigentlich heutigen Outfit. Ich habe jetzt heute nur eine andere Jeans an. Die Karo-Bluse, Marke, keine Ahnung, irgendwas mit Scotch oder so, aber spielt ja auch keine Rolle. Aber die liebe ich, seit ich sie habe, muss ich wirklich sagen. Die habe ich schon echt oft angehabt.
Gebügelt erst einmal, ich trage sie meistens immer ungebügelt, weil so mein Motto ist, das bügelt sich am Körper. Dazu trage ich meine Mavi Jeans, weil ja, passt halt echt gut so zu einer Jeans. Heute trage ich eine Levis, ich habe mir ja auch so eine gebrauchte Levis gekauft auf so einem Kilogrammmarkt. Die gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr, also das ist richtig krasse Verarsche gewesen. Dazu trage ich meine Nikes, weil es halt einfach so vom Style her passt. Und ich habe da, es war halt ein besonders kalter Tag, auch meine Jeansjacke dazu angehabt. Das ist die SB Jeansjacke mit den Applikationen. Die ist halt auch so ein Kauf, den ich nicht bereue, weil die ist auch schon so ein bisschen abgewetzt. Was ich suche ist, ich habe mich jetzt neu in also ältere Wrangler Jeansjacken verliebt. Aber auch so eine Levis, so eine ältere, aber die muss, da muss die Waschung stimmen. Und da habe ich noch nicht das Richtige gefunden, aber die SB hängt bei mir gerade hier, die ist schon richtig cool. Outfit Nummer 7. Und was habe ich da oben rum an? Ah, dieses lila T-Shirt. Ich habe gemerkt, ich mag den Style von dem T-Shirt. Meine erste Bestellung bei Selfie, da waren diese zwei T-Shirts drin. Und ich habe die gar nicht bewusst gekauft, habe aber gemerkt, ich mag den ganz gerne. So, so dieses Gestreifte ist halt so geschnitten und das Lilane ja auch. Habe jetzt da auch so ein Grünes gesehen, was mir ganz gut gefällt. Aber ich muss sagen, Oberteile oder T-Shirts brauche ich gerade keine kurzärmlichen. Langärmliche, weil jetzt wird es dann langsam kälter. Eher schon, aber nichts Kurzärmliches mehr. Muss da immer auch mit mir so ein bisschen ins Gericht gehen, weil ich habe genug Klamotten. Ne? Also wenn wieder was kaputt geht, dann darf wieder was reinkommen. Aber nicht ohne Ende Oberteile ansammeln wieder. Das ist nicht gut, wirklich nicht. Und ja, dazu trage ich mein lila T-Shirt. Marke weiß ich auch nicht. Oder? Nee, weiß ich auch nicht. Für mich spielt auch die Marke nicht mehr so eine große Rolle. Dazu trage ich meine blaue Stoffhose von Amazon und die hat jetzt aufgegeben. Ich bin mir noch am überlegen, ob ich die Löcher nähen soll, aber die ist halt schon so brüchig an manchen Stellen. Das ist halt so ganz beschissener Kunststoff. Ich würde es nie wieder machen, habe ich von so einem China-Shop gekauft. In der Größe XXL, weil die haben so ganz komische Größen gehabt. Fragt mich nicht. Aber ich habe die Hose halt jetzt echt auch schon gefühlt ewig. Ich werde die jetzt nochmal waschen und gucken, ob ich es nähe. Weil bei mir kommen jetzt noch neue Hosen, die ich eh auch irgendwie abnähen muss. Und da werde ich mir das mal ganz schnell durch den Kopf gehen. Weil ich mag die Hose. Sie ist halt so vom Schnitt her nichts Besonderes. Aber sie gibt vorne Anzughose zu sein, kann man schon so sagen. Und dazu trage ich meine roten Athletics. Also die habe ich auch nicht bereut. Für 3 Euro kann ich halt echt nichts sagen. Kommen wir zum letzten Outfit. Und hier trage ich mein gestreiftes Shirt mit der Erdbeere. Ich liebe das. Aber ich weiß auch, das ist mir zu groß geworden. Es sitzt nicht mehr so hundertprozentig gut dadurch. Es wirkt dann auch so ein bisschen, wie als wenn ich drin versaufen würde. Also gibt mir einen schlechten Vibe inzwischen. Ich weiß auch nicht, an was es liegt. Also ich mag das Lilane mehr als das Gestreifte inzwischen, muss ich sagen. Aber naja, so ändern sich auch die Beziehungen zu Kleidungsstücken. Ne? Also ihr habt es sicher auch. Zu der ganzen Sache trage ich meine Jeggings. Also die Hose, die aussieht wie eine Jogginghose, die kommt halt echt oft bei mir zum Einsatz. Die ich jetzt schon 4 Jahre, habe ich bei Momox Fashion gekauft, der hieß Momox Fashion, aber noch ab. So lange habe ich die schon und ich mag die total gerne. Weil ohne Stoffhose im Sommer wäre ich halt echt aufgeschmissen gewesen. Dazu trage ich meine Kirschen-Ballerinas, weil die Erdbeere auf dem T-Shirt hätte sich dann so alleine gefühlt. Na, wie sah euer Sommer aus? Was habt ihr so getragen? Habt ihr irgendwelche Lieblingskleidungsstücke? Ich bin vor kurzem mit meinem Dad an so einem Schaufenster hängen geblieben, wo es so richtig teure Mode gab. Und da war so ein Oberteil für über 500 Euro. Und ich habe gesagt, mein ganzer Kleiderschrank ist, glaube ich, gerade mal 500 Euro wert. Weil du kriegst gebraucht, kriegst du so gute Sachen her. Und das ist so erschreckend. Du guckst unter das i, falls du die Reaction noch nicht
also falls sie noch nicht online ist, dann abwarten, aber sie dürfte eigentlich zu dem Zeitpunkt schon online sein. In diesem Sinne melde ich mich ab, sage danke fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, tschüss.